Gude, Servus und heute präsentieren wir euch den Campingplatz am Wöhler Weiher. In 3, 2, 1, los geht's! Der Campingplatz am Wöhler Weiher in Merrenberg, wie der Name schon sagt, liegt direkt am wunderschönen Wöhler Weiher. Hier haben wir auch das Haupthaus, wo die Inhaberin wohnt und wo man sich auch in der Pension einmieten kann. Also hier gibt es auch Fremdenzimmer, da kann man auch schön übernachten. Der Campingplatz selbst hat natürlich in der größten Fläche Dauercamper. Also da haben wir feststehende Wohnwegen mit Vorzelten und Vorbauten, Terrassen etc. Jederzeit könnt ihr natürlich auch einfach mit dem Wohnwagen, Wohnmobil oder mit einem Zelt hier aufschlagen. Die Plätze zeigen wir euch ja auch gleich. Essen und Trinken gibt es natürlich auch vor Ort. Hier ein kleiner Imbiss, ein kleines Restaurant, wo man sich niederlassen kann und kann eine Kleinigkeit schnabulieren. Einkaufsmöglichkeiten haben wir hier auch in der Nähe. In alle Richtungen, in den Ortschaften haben wir Edeka, Rewe und was das Herz begehrt. Ihr habt Fragen oder Kritik, dann schreibt doch einfach in die Kommentare. Ja, im Westerwald, da pfeift der Wind so kalt. Also hier weht wirklich ein ordentliches Lüftchen und jeder Naturfreund ist hier am richtigen Fleck. Du kannst hier optimal laufen gehen, wandern gehen, Fahrrad fahren. Direkt im Wöhler Weiher kannst du angeln und wenn du ein Stück weiter fährst nach Weilburg an die Lahn, kannst du sogar Kajak fahren. Also alle Naturfreunde sind hier genau richtig. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und stellt die Glocke an, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Alle Fans des 1 PS, also die, die hier beritten ankommen, die haben hier die optimale Möglichkeit, das Pferd abzustellen und dann hier im Imbiss oder auch im Biergarten einzukehren, um eine Kleinigkeit zu essen oder zu trinken. Die Kinder können sich austoben hier auf dem Kinderspielplatz und für die Erwachsenen gibt es hier auch den einen oder anderen Geocaching-Punkt, auf dem sie moderne Schnitzeljagd machen können. Die sanitären Anlagen sind nicht die neuesten, aber immerhin funktional und sauber gehalten. Wie auch der gesamte Campingplatz ordentlich und sauber ist.